Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem ersten Regionalliga-Heimspiel. Heute gegen Rot-Weiß Erfurt vor 856 Zuschauenden ungefähr hier im Stadion Lichterfelde. Endstand war 1:1 und das Ganze wird präsentiert von Uptake. Ich begrüße sehr herzlich die Pressevertreterinnen und Pressevertreter hier im Raum, sowie Gästetrainer Fabian Gerber und unseren neuen Heimtrainer Dennis Kutrieb selbstverständlich auch. Ja, Fabi, als Gast hast du wie immer das erste Wort mit deinem Statement bzw. der Einschätzung zum Spiel. Ja, erstmal danke für die Worte. Hallo hier in die Runde, hallo an die Endgeräte. Möchte mich nochmal an dieser Stelle für unsere Verspätung entschuldigen. Aber wir hatten schon Puffer eingebaut und dass wir drei Baustellen oder beziehungsweise Unfälle, also drei Staus finden, das konnten wir leider nicht ahnen. Deswegen sind wir dann leider etwas zu spät gekommen. Entschuldigt das nochmal von dieser Stelle. Ja, ansonsten glaube ich, war es ein Tag, wo ich schon gedacht habe, oh, heute läuft nicht viel rund, in Regen, in Platzregen in Erfurt, mussten das Anschwitzen absagen, weil die Plätze gesperrt worden sind. Dann ist bei uns eine Riesenbaustelle schon am Trainingsgelände, wo der Bus größte Mühe hatte, rein und raus zu fahren. Und dann hast du die drei Staus, sitzt 5,5 Stunden im Bus gefühlt, der ein oder andere Spieler noch den Sitz auf dem Rücken. Aber ja, da muss ich sagen, haben wir ein hochklassiges Spiel gesehen. Ich muss meinen Jungs wirklich ein Riesenkompliment machen, wie wir über 90 Minuten dann unter diesen Bedingungen auch aufgetreten sind. Nicht nur spielerisch, sondern einfach läuferisch, kämpferisch. Glaube ich, wirklich über 90 Minuten ein sehr gutes Spiel gesehen haben von beiden Mannschaften, also auch Victoria Berlin muss man ein Kompliment machen. Ich habe sie ja letzte Woche gegen Plauen gesehen. Hat mich schon beeindruckt, wie gut sie Fußball spielen können, wie ruhig sie geblieben sind nach dem 0-2-Rückstand und das Ding noch gedreht haben. Deswegen hat uns oder haben wir gewusst, dass uns heute ein richtiger Brocken hier erwartet. Und so kam es auch. Aber trotzdem glaube ich, dass wir gerade auch erste Halbzeit die bessere Mannschaft waren mit den klareren Chancen. Also ich glaube, verbessert mich gleich mit dem ersten Torschuss von Victoria, gehen wir dann 0-1 zurück, müssen wir natürlich besser verteidigen, keine Frage, aber vorher hatten wir zwei, drei Riesen, wo wir in Führung gehen müssen und ja, dann wird es natürlich schwer, gegen so eine starke Mannschaft auswärts bei Victoria dann nochmal zurückzukommen und auch da muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Zweite Halbzeit weiter Gas gegeben, weiter dran geglaubt, wahrscheinlich noch ekliger in den Zweikämpfen gewesen. Ja, unbedingt diesen Treffer, diesen Ausgleich erzielen wollen, ist uns dann auch gelungen und dann nicht irgendwie das 1-1 verwaltet, sondern weiter Gas gegeben, was ja brutal ist, weil nochmal die Reise, das Spiel, der Platz ist tief, beide Mannschaften zu kämpfen, aber ich glaube, wir haben wirklich ein Spiel mit hohem Tempo gesehen, auf hohem Niveau gesehen. Und dann auch am Schluss noch so Druck auszuüben und auf dieses 2-1 zu gehen. Ja, also wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Wir nehmen den Punkt auch gerne mit, auch wenn ich glaube, wenn man die Chancen sieht, wäre für uns heute mehr drin gewesen. Aber ja, insgesamt, wie gesagt, bin ich sehr zufrieden. Wir haben jetzt 4 Punkte nach 2 Spielen und hat Spaß gemacht, heute beiden Mannschaften zuzuschauen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute für die nächsten Spiele und dann sehen wir uns in der Rückrunde bei uns zu Hause. Dankeschön, schönen Abend noch. Ja, danke dir, Fabian. Dann können wir jetzt zu deiner Einschätzung kommen, Dennis. Ja, von mir erstmal genau das Gleiche. Herzlich willkommen in die Runde. Ich würde sagen, direkt rein zum Spiel. Ich teile die Meinung im Großen und Ganzen. Gibt es ja nicht viel zu diskutieren. Glaube, dass es immer schwierig ist, wenn man eine weite Anfahrtsreise hat und dementsprechend war es natürlich bei uns genau umgekehrt. Wir wollten es für uns ausnutzen, wollten Druck ausüben, sind nicht so gut ins Spiel gestartet. Sag mal, die Chancen, die wir zugelassen haben, haben wir eigentlich auch selber vorgelegt. Das haben wir nicht gut gemacht, da war ich nicht zufrieden heute. Aber, und da ist hundertprozentige Zustimmung mit Fabi, es war ein hochklassiges Spiel, vor allem kämpferisch. Keine Mannschaft hat irgendwas dahergeschenkt, die haben um jeden Meter gefightet. Und ich denke, das ist das, was die Regionalliga auch ausmacht. Wir müssen natürlich zusehen, dass wir insgesamt nicht zu einfache Fehler machen, weil das war das, was erste Halbzeit auf jeden Fall uns nicht in die Karten gespielt hat, dass wir dann einfache Fehler gemacht haben. Was wir überragend machen, ist das Tor. Haben wir dann ganz stark rausgespielt. Da haben wir auch gewusst, dass wir da Möglichkeiten bekommen werden. Das haben wir wirklich gut gemacht. Da war ich stolz auf die Jungs. Zweite Halbzeit. Wenn der Tag für uns läuft, dann machen wir da direkt das 2-0. Ich sag mal, da haben wir auch eine überragende Chance mit Oleg. Ich sag mal, wenn er da noch ein bisschen abgeklärter ist, machen wir da das 2-0. Und dann wird es natürlich unheimlich schwer auch für Erfurt, auch wenn sie natürlich alles auf den Platz gelassen haben.
gedrückt haben, Standards wirklich gefährlich waren, da haben wir uns dann auch dumm angestellt, unglücklich, dass wir dann mit dem Eigentor das 1-1 kassieren, ich sag mal, wenn wir es vielleicht noch so 5, 6, 7, 8, 10 Minuten vielleicht noch besser verteidigt kriegen, nicht so viele Standards dann zulassen, ja, es ist ja immer schwierig bei Standardsituationen, gerade wenn es dann spät im Spiel ist, Spiel auch anfangen, mehr müde zu werden, aufgrund der hohen, ja, der hohen Intensität, den sie ja auch im Pressen gezeigt haben. Aber alles in allem war es wirklich ein gutes Fußballspiel und auch wir nehmen den Punkt, sind zufrieden damit. Auch wenn wir natürlich lieber gewonnen hätten, ist ja auch klar, aber wir müssen auch die Kirche im Dorf lassen und ich sag mal, aus 2 Spielen 4 Punkte, genauso wie Fabi seine Truppe, müssen wir erstmal, ich sag mal, den Schnitt halten, die nächsten Spiele, dann wären wir schon hochzufrieden und die Spiele wären garantiert nicht leichter. Also von daher sind wir jetzt nach 2 Spielen mit 4 Punkten natürlich äußerst zufrieden. Ich wünsche euch auch alles Gute. Wir sehen uns dann im Rückspiel in Erfurt und ja, ansonsten muss man halt auch einfach dazu sagen, man sieht es ja, Erfurt hat einen riesen Umbruch, wir haben einen guten und einen großen Umbruch wieder gehabt, extrem junge Mannschaft, die macht Fehler, das werden wir denen auch zugestehen, das ist in Ordnung, solange wie sie dann auch richtig reagieren und dann auch kämpfen und machen und tun und das haben sie überragend gemacht. Ja, danke dir, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja, bitte. Mannschaftsfoto ist Moritz Berg bei Viktoria mit drauf. Ist der Teil des Kaders oder wird er noch hinzustoßen? Also der Plan ist, dass er jetzt erstmal seine Reha macht. Er war jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube knapp ein Jahr verletzt. Dementsprechend ist er bei uns mit bei, aber da müssen wir jetzt mal abwarten. Der Junge braucht, glaube ich, vor allem Ruhe. Muss sich ganz in Ruhe erstmal ja, darauf konzentrieren, dass er die Reha vernünftig beendet. Dementsprechend ist es jetzt viel zu früh, da jetzt ganz genau eine Prognose zu treffen oder was auch immer, weil ich bin kein Trainer, der gerne Druck macht auf Spieler, die verletzt sind. Die machen sich selber schon genug Druck, dass sie trainieren wollen, dass sie spielen wollen und so weiter. Und ich glaube, dass da auch der ein oder andere Fehler gemacht wird, wenn man die Jungs zu früh versucht, irgendwo reinzupressen. Also von daher hat er alle Zeit der Welt und wenn er wieder gesund und fit ist, dann wird er bei uns dazu stoßen. Weitere Fragen? Keine weiteren Fragen. Dann würde ich sagen, an alle Leute hier im Raum, kommen Sie gut nach Hause und haben Sie noch ein schönes Wochenende. Das wünsche ich selbstverständlich auch allen Online-Zuschauenden. Ihr könnt aber auch vorbeikommen zu unserem nächsten Jahr Heimspiel im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg am 18. August. Da wollen wir selbstverständlich die zweite Runde erreichen, aber wie immer nur mit euch.